Ja, das war natürlich heute eine große Überraschung, als Bildungsminister Heinz Fassan angekündigt hat, dass am 25. die Schulen wieder zum Teil aufgesperrt werden. Bei uns jetzt zu Gast die Bildungssprecherin der SPÖ, nämlich Sonja Hannemann-Schmidt. Herzlich willkommen. Sie waren ja selbst auch Bildungsministerin und Sie sind auch Molekularbiologin. Mhm. Müssten Sie eigentlich nicht wissen, dass aufgrund der Zahlen, wie sie jetzt vorherrschen, heute 2000 Neuinfektionen, man eigentlich die Schulen gar nicht aufsperren darf? Ja, so einfach ist es nicht, das zu beurteilen. Schauen Sie, wir haben immer gesagt, und das sage ich auch als Molekularbiologin, wir brauchen Tests, Tests, Tests in den Schulen. Wir müssen Schülerinnen und Schüler jederzeit testen können und vor allem auch die Pädagoginnen und Pädagogen. Da hat Fassmann jetzt einen ersten Schritt getan, indem er angekündigt hat, dass diese Schnelltests, die man aus dem vorderen Nasenbereich selbst abnehmen kann, jede Schülerin, jeder Schüler, jede Pädagogin und auch die Eltern bekommen werden, um hier rasch vorgehen zu können und regelmäßig testen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, es braucht natürlich die Hygienemaßnahmen, die wir alle kennen. Und was mir besonders wichtig ist als Molekularbiologin, ist Impfen. Die Pädagoginnen und Pädagogen gehören zum Schlüsselpersonal. Sie müssen raschest geimpft werden, genauso wie die Ärztinnen, Ärzte, das Pflegepersonal. Die Pädagoginnen und Pädagogen gehören da auch dazu. Und das hilft uns, um Schule sicher gestalten zu können. Jetzt habe ich selbst zwei Kinder, Schule, Unterstufe und Oberstufe. Und auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass die Schulen aufgesperrt werden, wobei so kurz vor den Semesterferien, das sind jetzt drei Tage, weil man ja Schichtunterricht machen möchte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, da sind Zahlen aus Paris und London, die uns erreichen, die sehr besorgniserregend sind, weil die Ansteckungsrate vor allem bei Kindern unter 10 Jahren extrem hoch ist plötzlich aufgrund der Mutation. Und bei 10 bis 19 auch. Also sowohl aus London als auch aus Paris hat man diese Zahlen jetzt bekommen. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen auch. Da bin ich nicht nur Journalist, sondern auch Vater. Die Zahlen würde ich gerne kennen, denn die Zahlen, die mir vorliegen aus der Wissenschaft, aus den Studien, die wir heute Morgen noch gehabt haben, lassen diesen Schluss nicht zu. Was mich aber viel mehr interessieren würde, was passiert in Österreich? Das ist einer der großen Punkte und einer der großen Unbekannten. Wir haben kein Überwachungsprogramm, sodass Proben, die bei Tests abgenommen werden, regelmäßig auch sequenziert werden. Die Mutation des Virus in Großbritannien konnte ja nur gefunden werden, weil die ein wirklich tolles Überwachungsprogramm haben und 5% aller eingegangenen Tests regelmäßig überprüft werden, wie hat sich das Virus mutiert und wie hat es sich verändert. Darüber haben wir überhaupt nichts in Österreich. Es wurde erst jetzt begonnen, dass an der Akademie der Wissenschaften die Ressourcen genutzt werden, denn die können Hochdurchsatz sequenzieren. Ich habe gerade vorhin noch gelesen, 36.000 Proben in 24 Stunden können die sequenzieren. Diese Ressource muss genutzt werden, um zu sehen, was passiert denn in Österreich. Haben wir, in welchem Ausmaß haben wir diese neue Mutation schon vorliegend und vor allem, was passiert dann noch? Denn Mutationen, Veränderungen vom Virus passieren ja laufend. Wann immer ein Virus eine Zelle infiziert, sich dort vermehrt, werden Kopien des Virusgenoms angefertigt, millionenfach. Und jede einzelne Kopie trägt das Risiko in sich, sich zu verändern. Das heißt, hier müssen wir genau schauen. Ja, aktuell, laut Rudi Anschober, so hat das heute bei der dringlichen Anfrage von der SPÖ auch, glaube ich, gesagt, gibt 70 Fälle, von denen man weiß in Österreich bezüglich des mutierten Viruses. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurückkommen. Auch Randy Wagner, ebenfalls eine Expertin, relativ viele in der SPÖ bezüglich, die eine Impfexpertin ist, hat auch gesagt, wenn die Zahlen nicht unter 1000 sinken, dann brauchen wir gar nicht über eine Lockerung nachdenken. Jetzt nochmal. Die Lockerung hat verschiedene Facetten, würde ich meinen. Und was es jedenfalls braucht, ist eine Abwägung. Denn wir wissen schon aus vielen Studien, was es mit Kindern macht, wenn man sie wochenlang und jetzt schon monatelang im Distance Learning hat. Ich habe zwei zu Hause, ja. Sie wissen es aus eigener Erfahrung. Aber Ihre Kinder, das wage ich jetzt zu sagen, sind insofern privilegiert, ja, das dass sie natürlich Unterstützung bekommen und technisch alle Ausstattung haben, die sie brauchen. Haben Sie vollkommen recht. Andere Geschichte. Ja. Es gibt zu viele Kinder, die diese Unterstützung nicht haben und auch die Ausstattung nicht. Aus einfachen Verhältnissen kenne ich auch. Genau. Und so gesehen, aber nicht nur aus dem Bildungsaspekt leiden die Kinder immens und die Lücken werden immer, immer, immer größer, sondern auch psychisch und sozial leiden diese Kinder. Auch dazu gibt es Studien, die uns sagen, Kinder werden depressiv, ihnen fehlt immer mehr die Motivation. Ich habe jetzt gerade wieder einen Schüler gesprochen, der gesagt hat, seine Schwester weint die ganze Zeit, die ist aber Oberstufenschülerin. Also da passiert viel mit Kindern und diese Abwägung gilt es zu schaffen. Kann man das Risiko nehmen, Kinder in die Schule zu schicken, ja oder nein? Aber ich sage, begleitet mit Tests
und mit einer Impfstrategie, die ganz früh ansetzt, ist das aber möglich. Aber müssten diese Tests dann nicht auch, ich habe gestern mit der Sprecherin der Bundesjugend gesprochen, darüber, die hat gesagt, wie kann sich das sogar vorstellen, dass es verpflichtende Tests gibt für die Schüler und Schülerinnen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ich weiß, mit Pflicht ist es immer ein heikles Thema. Aber ich komme noch an eine Generation, wo Pocken, wo sie Impfpflicht für Pocken gegeben hat. Ich glaube, wir kennen das beide. Aber da hat sich eigentlich viel getan. Und der Widerstand bei Verpflichtung ist so groß. Und ich erlebe es auch in den Diskussionen immer wieder. Wir müssen überzeugen. Wir müssen aufklären, was bringt es. Und Fakt ist, dass uns nur eine schnelle Impfung aus dieser Situation bringt. Je schneller wir impfen, je mehr Menschen in unserem Land geimpft sind, sich selbst schützen, aber auch alle anderen schützen, desto weniger hoch ist das Risiko, dass sich das Virus wieder verändert und dass die Menschen krank werden. Fakt ist auch, dass vor allem jene Länder relativ gut durch diese Krise gekommen sind, wie Australien, Neuseeland, die einen komplett harten Lockdown gemacht haben. Wirklich einen harten, nämlich schon bei sehr wenigen Fällen, bei 20 Fällen oft nur. Ja. Jetzt sagen die Bewegungsdaten von den Handys zum Beispiel in Österreich aktuell, dass wir sehr viel unterwegs sind, wir Österreicher, und der Lockdown eben nicht so hart ist, wie wir immer glauben. Ich weiß, ich mache mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde, aber es ist so. Ja. Natürlich, je mehr wir uns bewegen, je weniger, also je mehr die Menschen mobil sind und einander treffen, desto höher ist das Risiko. Das wissen wir alle. Aber auch hier gilt nochmal testen. Hm. Testen, testen und impfen. Ganz abschließende Frage noch. Impfen alleine wird es nicht sein. Also die Maßnahmen müssen einige Zeit noch einhalten. Genau. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat gesagt, FFP2-Masken jetzt verpflichtend in den öffentlichen Verkehrsmitteln und wenn man einkaufen geht. Ist das was, was Sie sich vorstellen können? Wenn es die gratis gibt, natürlich. Eine FFP2-Maske hilft natürlich, das ist nachgewiesen und bestätigt aus der Wissenschaft, dass man sich selbst, aber auch andere schützen kann, wenn man diese Maske trägt. Wenn man am 20. auf die Schulen wirklich, glauben Sie das? Ich weiß es nicht, denn es war ja heute schon spannend. Minister Fassmann hat im Mittagsjournal noch angekündigt, der 25. hält. Das ist das Einzige, was er gesagt hat, nämlich es gibt den 25. und alles andere war schon wieder vage und mit vielen Wenn und Abers versehen. In der ZIP um 13 Uhr war die Aussage schon wieder verhaltener und reduzierter. Das heißt, da gab es einen Anruf aus dem Kanzleramt. Das ist meine Vermutung, denn die Viruslast hat sich in der Zeit nicht verändert. Sodass wir beide gespannt auf den 25. schauen, glaube ich, ob wir die Schulen aufmachen oder nicht. Aber eins sage ich auch noch, jeder Tag an der Schule ist für die Schülerinnen und Schüler ein gewonnener Tag. Und mittlerweile wahrscheinlich auch eine Erholung für die Eltern. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie bei uns waren.